Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Gerrits Tagebuch. Vielleicht die besonderste in meiner Gerrits Tagebuch-Geschichte. Es ist der Moment, wo die Seile sich spannen an der Brücke. Wir haben einen 800-Tonnen-Kran hier stehen, 2 Tage aufgebaut. Aber viel wichtiger, 15 Jahre voller Vorfreude kommen jetzt auf einen Punkt. Vor 15 Jahren stand Freddy an der Luke hinten und hatte die Vision, wir bauen hier irgendwann mal eine Brücke rüber, um uns zu erweitern. Es hat viele, viele Jahre gedauert, das zu planen, zu entscheiden. Und heute ist der Tag X. In ungefähr 20 Minuten soll die Brücke hochgehoben werden. Der Kran ist aufgelastet worden. Das waren wahnsinnig aufregende Tage. Man hört es auch an meiner Stimme, wenn man mich kennt. Es ist ein besonderer Moment. Also, ich bin mal gespannt, welche Eindrücke so heute an diesem Tag entstehen. Die Seile sind jetzt gespannt und ich will gucken. Bis gleich. So, das ist jetzt eigentlich die schwierigste Zeit. Man ist total aufgeregt, aber wir müssen warten. Das ist muss der richtige Zeitpunkt vom Wind her abgewartet werden. Der ist gerade ein bisschen aufgefrischt. Aber diese Zeit zu überbrücken, da habe ich Bilder für euch. Die Brücke wurde nämlich in Kassel gebaut und die musste hierher kommen. Ist im Seewetal kurz vor Hamburg zwischengeparkt worden, um dann nachts außerhalb des Berufsverkehrs zum richtigen Zeitpunkt durch die Stadt manövriert zu werden. Genauso der Kran musste hierher gebracht werden. Es ist vor einer Woche begonnen worden, hier die ganzen Fundamente für die 4 Stützen zu bauen. Mit Bodengutachten fing das vor einem Jahr schon an, ob die Tragfähigkeit des Bodens überhaupt ausreicht. Wir haben auf jeden Fall als Zeitüberbrückung, bis es hier losgeht, ein paar schöne Bilder für euch. Mal zwischen euch durch. Alles gut. Und gehen wir zu Jesko, weil, guck mal hier. Cooler Moment. Die Brücke ist jetzt eine Brücke, weil der LKW ist weg. Er fährt jetzt raus, der Schwerlaster. Ich weiß gar nicht, wie sie um die Kurve kommen wollen oder ob sie ihn gleich verkürzen. Die Brücke ist jetzt hoch. Es handelt sich nur um wenige Minuten, dann geht's los. Also der Wind ist ein bisschen aufgefrischt, da müssen wir mal gucken. Sieht man hinten an den Fahnen. Wohin haben die noch sich gar nicht bewegt, aber es ist immer der Blick hinten zum Kranführer, der sitzt noch ganz entspannt da. So, Kranführer ist in die Kanzel gestiegen, es geht jetzt jeden Moment los. Bis es endgültig losgeht, zeige ich euch mal die Bilder, wie wir diesen Wahnsinnskran hier, was wir hier erlebt haben, wieder aufgebaut wurde in den letzten Tagen. Viel Spaß! Wir mussten die Brücke jetzt genauso ausrichten, haben wir erfahren, weil das ist ja unsere große Herausforderung für die Eisenbahn, dass wir 3% Steigung haben. Die Brücke ist nicht ganz waagerecht drin, weil die Speicher in verschiedenen Höhen sind. Und sie bringen sie jetzt also genau auf diese 55 cm Höhenunterschied auch drüben schon rein. Also hier justieren sie jetzt auf 55 cm, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, damit sie genau so reinkommen. Und wir haben später das Problem, dass die Züge 3% Steigung, 24 Stunden, so wenn wir geöffnet haben, immer schaffen müssen. Und wir müssen mal gucken, ob sie dann nach 2 Tagen immer kaputt sind. Ist übrigens der kamerascheue Dirk. Und Dirk hat schon unsere Boxen in der Diskothek vor 30 Jahren im Wunderland gebaut. Hättest du mal gedacht, dass du früher nicht nur die Boxen, mal eine Brücke planst? Natürlich, nein, um Gottes Willen habe ich nie geplant, nee. Also? Als wir 2009 mal die Idee hatten, da haben wir uns alle für verrückt erklärt. Und dass das mal so weit kommen würde, hätte ich natürlich nie gedacht. Nee, Quatsch. Aber es war toll, das machen zu dürfen. Ne? Also ich würde sagen, Dirk hat Planungstermine für das ganze Thema mindestens 150 Stück gehabt. In der Summe wahrscheinlich ein Lebensjahr verloren. Wahrscheinlich. Und heute kommt es auf den Punkt. Ja. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ich bin euch dankbar dafür. Viel gelernt. Und wir dir.
Ich bin gespannt auf die Bilder, die ihr jetzt auch gleich seht, weil wir haben neben dieser einen Kamera hier 10 weitere an den Gebäuden und sogar eine am Haken oben. Die ein oder andere Drohne, eine ist abgestürzt, die wird gerade repariert, aber ich bin super gespannt auf die Bilder, die ihr jetzt auch seht. So, es geht jetzt jeden Moment los. Wir holen mal Freddy ab, weil das ist ein Moment, den möchte ich mit ihm gemeinsam erleben. Ich werde ihm jetzt mal sein Interview smashen da. Er ist voll in seinem Element. Steht da, erzählt der Weltpresse über die wichtigste Brücke der Welt. Wie man ihn kennt und hier und eine Brücke und die haben und die, ja und... So, jetzt gehen wir da mal hin, ne? Ich brauch den! Ja. Moin! Ne? Es war schön, dich zu beobachten, weil man kennt dich so, ne? Ja, eine Brücke und... Ja, die geht jetzt gleich rein. Was ist denn gleich? Wir müssen die Baumschlingen verlängern. Jetzt erledigt und jetzt geht's gleich los. Okay. Wo wollen wir uns hinstellen? Ich würde da vorne war gut, ne? Komm, wir gehen da mal hin. Ja? Ja, okay. So, es gibt eine kleine Verzögerung. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann es nur vermuten, weil das eine Zugseil wurde nochmal um eine Baumschlinge verlängert und sie haben versucht, die Brücke in die Neigung zu bringen, die sie nachher drüben über den Fleet auch haben wird. Weil sie muss genau in der Neigung runterkommen, damit das passt. Entweder stimmt da was nicht, ich habe gerade gehört, jetzt wird ein Radlader benötigt, da habe ich allerdings gegrinst, weil ich glaube, das ist ein 6-Tonnen-Radlader, den die mit haben. 38 Tonnen die Brücke, das wäre dann eher so in die Richtung 4 Mann, 4 Ecken, wenn sie mit dem Ding jetzt irgendwas anheben wollen. Ich bin gespannt. Da kommt er. Ich glaube, es sind nur 3 Tonnen. 2, 1 Tonne, der Fahrer schwerer als das Gerät. Ich glaube, das klappt nicht. Ich gucke immer die ganze Zeit neidisch da zu dem Kranführer, weil Freddy... Bei der, ich war im falschen Moment nicht hier vor Ort, denn du durftest den Kran nicht ansteuern, ne? Unfassbar. Ich wollte eigentlich ein Foto nur haben und dann habe ich mich reingesetzt und dann meinte, jetzt drück mal aufs Gas. Ging er plötzlich los, weil er war in einem Ruhemodus und dann jetzt machen wir mit dem Joystick und da war der Auslieger zum Test gerade über dem Fleet drüber und dann sagt er, und jetzt hol ihn mal zurück. Und ich, was willst du? Ja, hol ihn mal zurück, mach mal mit dem Joystick und dann habe ich diesen riesengroßen Kran zurück aus dem Fleet hier rüber gesteuert. Hab den Ausleger oben, erst den geknickten Arm erstmal wieder gerade machen dürfen. Krass. Da bin ich etwas neidisch. Ich lunge hier alles auch schon gut. Die ganze Zeit rum, ob ich alles gut. Auch mal darf. Aber ist noch alles gut. Ja, aber vielleicht, wenn das ist, das, also das Video sieht man vielleicht ja auch gar nicht, dass er es ist, dann schicke ich das einfach meinen Kindern und sage, hier, Papa, guck mal. Ich glaube, jetzt geht's los. Mir kommt gerade das Gefühl, am liebsten würde ich ja jetzt drin sein und mitfahren. Aber sie bewegt sich jetzt langsam in die Richtung. Und bin gespannt, ob alles klappt. So, etwas über 38 Tonnen machen sich auf die Reise. Also da wahrscheinlich jetzt in dieser Situation lacht der 800-Tonnen-Kran da noch drüber. Aber wenn sie jetzt gleich über 30 Meter hoch ist, das Gebäude darüber muss, dann kommt der halt auch wirklich ans Limit, weswegen er mit den 200 Tonnen hinten aufgelastet werden muss. Bin gespannt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, warum sie jetzt noch in die Richtung gefahren wird, aber es wird seinen Grund haben. Jetzt weiß ich, wie sie es mit den Zugseilen lösen. Deswegen fahren sie jetzt außenrum. Ich komme kaum hinterher, so schnell bewegt die sich. Bisschen enger zusammen die Hände. Rechte höher. Unglaublich, oder? Passt du? Ja? Mit Hand oder ohne? Höher die Arme.
Das ist ein irres Gefühl. Also, er sieht fast ganz klein aus, wenn man sie da oben jetzt sieht. Aber ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert und das ist jetzt durchs Dach kracht irgendwie. Aber es ist ein aufregender Moment. Wie groß muss man Träumer sein, um sowas zu realisieren? Also, das ist. Es gibt einige, die sagen immer, wir seien Träumer und würden unsere Träume dann am Ende auch realisieren. Aber im Endeffekt, wenn man eine gute Idee hat und dafür brennt und es einfach macht, dann sind wir zumindest sehr oft damit belohnt worden, dass es dann auch funktioniert hat. So, toi toi toi, hoffentlich auch heute. Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil die erste Idee, die Freddy hatte, war die Gründung des Wunderlandes. Da haben wir ein Jahr darauf gefiebert, bis wir es eröffnet haben. Ein ganzes Jahr lang. Die zweite wichtige Idee, wir erweitern uns übers Wasser rüber mit einer Brücke, hatte er vor 15 Jahren. Das heißt, 15 Jahre mussten wir auf diesen Moment warten, von der Idee bis zur Realisation. Und erst als sie ganz oben war, die Brücke, dachte ich, ey, die ist doch zu kurz. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, die ist doch zu lang. Und hoffentlich verschrabbeln sie nicht unsere Fassade und hoffentlich kracht sie nicht gleich durchs Dach. Aber es ist einfach aufregend. Mal gucken. So, jetzt wird sie eingedreht. Mit 4 Halteseilen, wovon nur noch 2 lang genug sind. Ich hoffe, das ist so geplant. Aber jetzt wird sie in die richtige Richtung gedreht und wir werden gleich wissen, ob sie passt. So, hier sieht man, dass unten von der Barkasse her die Halteseile geführt werden. Und ich hoffe, dass jetzt oben die anderen beiden Halteseile, dass die gegrabt werden, weil sonst dreht sie sich gleich zu weit, aber wir werden es sehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob es passt, ne? Ich bin heute von den Presseleuten häufiger gefragt worden, nach dem Motto, ja, so, ihr macht eure Träume wahr. Ne? Und es war immer so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, das macht jeder, aber es stimmt, wenn man mal so aus der Situation raustritt und sich überlegt, was passiert hier gerade eigentlich. Ja, wir machen das, glaube ich. Also, und es macht unheimlich Spaß und es ist wundervoll, dass es auch möglich ist. Also, dass wir immer in dieser Situation sind, dass es irgendwie am Ende alles funktioniert, hoffentlich. Und was mich sehr interessieren würde, ist, Freddy hat ja vor 15 Jahren an einer Luke gestanden und sich gesagt, oh, und irgendwann bauen wir hier mal eine Brücke, wenn der Platz nicht mehr reicht. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, ob er steht hier gerade im Interview neben uns und erzählt witzigerweise auch die gleiche Geschichte gerade, dass wir bauen eine Brücke mit seiner Gestik. Ob er jetzt gerade denkt, ja, da ist sie, habe ich ja doch gesagt damals, ne? Oder ob er jetzt auch sagt, so krass, damals war das ja eigentlich nur so eine verrückte Idee und jetzt stehen wir hier wirklich, oder ob es für ihn völlig logisch ist. Aber ich kann ja mal eine Redepause von ihm abwarten und mal eine Frage stellen. Jetzt stelle ich ihm eine ganz schnelle Frage, sag mal, stehst du jetzt hier gerade und denkst dir, da wird jetzt die Brücke eingebaut, vor 15 Jahren hatte ich die Idee und die wird jetzt heute eingebaut, klar, habe ich doch gesagt, oder? Ist es für dich auch verrückt? Du hast vor 15 Jahren gesagt, ey, wir bauen hier eine Brücke und jetzt wird die wirklich gebaut. Das Verrückte ist ja, als ich vor 15 Jahren diese Idee hatte, habe ich gar nicht so richtig ernst genommen. Alles klar, du stehst hier jetzt also nicht und sagst, ja, das ist meine Brücke, habe ich doch gesagt. Nee, alles klar. Aber es ist ja mein Wunderland, habe ich doch gesagt, ne? So, Frage beantwortet. Sorry. Und übrigens, by the way, das ist ein 48 Meter Gittermast und er hat, wie er angekündigt hat, hat er 2 Elemente halb ausgefahren. Wir liegen jetzt hier also bei ungefähr 60 Meter. So, die Brücke ist jetzt eingesteckt in die Fassade auf der Seite. Jetzt kommen noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate Arbeit, auf der anderen Seite sie fertig zu machen. Mal gucken, wann der erste Moment ist, wo wir rübergehen können. Einfach mal das erste Mal rübergehen. Ich freue mich total drauf. Und dann kommt Südamerika. Und ich freue mich da auf Rio, ich freue mich auf den Regenwald. Ganz viel. Ihr seid dabei. Was ganz witzig ist, ich merke meine Aufregung daran, dass ich bei euch spreche ich in die Kamera und bei den vielen Interviews, die ich sonst gebe, gucke ich immer den, der mich fragt, an. Ich habe heute so viele Interviews verkackt, wahrscheinlich haben die das noch gar nicht so realisiert, weil ich immer beim Reden plötzlich in die Kamera geguckt habe. Aber egal, wir werden es sehen.
So, das Ding ist drin, würde ich sagen. Also jetzt wissen wir, ob das eine Schnapsidee war von dir oder nicht. Wo ist der Schnaps? Jetzt beginnt das Abenteuer hier erst. Ja. Eine kleine Brücke für euch, aber ein Riesenschritt. Wie ist die Zukunft? Wohin geht's? Also es ist ein ganz spannender Moment. Ich habe ihn selten so sprachlos erlebt. Also man merkt so, ne, das ist jetzt die Erfüllung von 15 Jahren Vorfreude und Traum. Aber jetzt geht's ja weiter. Jetzt füllen wir das Ding da drüben mit Leben. Ja. Ne? Jetzt geht's nach Südamerika. Was hier jetzt ehrlich gesagt gerade mal nach einer Brücke aussieht, ist ja für uns eine Wahnsinnsbedeutung. Wir haben Platz. Wir haben endlich Platz aus allen Nähten im Wunderland. Jetzt haben wir 3000 Quadratmeter da drüben, wenn die irgendwann ausgebaut sind. Und dann bauen wir Südamerika, dann bauen wir Afrika, Asien. Afrika wäre mein Thema. Ich weiß, Gerrit und sein Team würde so unheimlich gerne mal irgendwo eine Galaxie bauen, wo man sich austoben kann, keine Vorgaben hat, sich einfach verrückt austoben kann. Du lässt dann alles schweben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Wir haben einfach über Jahre jetzt wirklich Zeit. Er hat nicht viel hinzuzufügen. Er ist ja gut im Zusammenfassen. Ich würde gerne auch noch mal eine bessere Welt bauen, so als Arbeitstitel. Also so alternative Vorschläge. Oder aber die Zukunft hätte ich auch Bock drauf. Aber wir haben jetzt ganz viel Platz, ganz viel Zeit, da drüben zu bauen. Ich freue mich wahnsinnig auf Südamerika. Also der Regenwald als Modell, das wird was ganz Besonderes. Als ich da vor 15 Jahren oben stand und so lapidar gesagt hat, da war mal eine Brücke rüber, dann war das ja irgendwie so ein Traum. Und der ist gewachsen und der platzte auch immer wieder, weil es dann wieder hieß, das geht alles nicht, ist finanziell nicht möglich, ist von der Statik nicht möglich und was für ein Quatsch und so. Dann gab es wieder Stimmen, die sagten, Mensch, wir können es nochmal angehen. Es war ein Wechselbad der Gefühle und jetzt geht dieser Traum in Erfüllung. Das ist schon genial. Ich freue mich total drauf. Also die Brücke da jetzt zu sehen, weil sie ist ja sozusagen ein bisschen das Wahrzeichen unserer Träume, die jetzt losgehen. Unsere ersten Träume haben wir erfüllt mit dem Wunderland an sich. Das ist weiterhin einfach ein Geschenk, ein Glücksgeschenk, was wir da erleben dürfen jeden Tag. Und jetzt noch mal wieder aufzubrechen zu einer neuen Reise in ferne Länder, freue mich wahnsinnig. Also ganz toller Glücksmoment. Auch an euch, sie ist drin. Man hat jetzt gesehen, die letzten Zentimeter sind eingeflanscht. Es ist einfach ein irres Gefühl, es fällt ganz viel ab und ich habe ihn noch selten so sprachlos erlebt. Man merkt das so richtig. Ich habe ihn gerade beobachtet, wie er da hochkochte. Und wahrscheinlich 15 Jahre Planungsarbeit, Kämpfen, Überlegen, machen wir das, Wagnis und so weiter fallen jetzt ab. Und jetzt geht die Zukunft los. Jetzt geht es ab in die Zukunft. Toni, Arne, kann man schon? Kann man schon? Ja? Mega. Danke, danke. Gerne. Ich habe ja mitgezittert, weil wir hier ja nicht ganz genau wussten, was ihr macht. Es sah ganz kurz so aus, als wenn das Gerüst im Weg war. War nicht. Das sah für uns nur so aus. Ihr habt es spannend gemacht. Und genau. Ihr habt es spannend gemacht. Das muss ja ein bisschen in der Show aussehen. Ne? Ich habe immer auf dein Gesicht geguckt. Und genau als ihr wieder ein Stück rausgedreht habt, hast du ernst geguckt. Und da dachte ich kurz so: Scheiße, sie passt nicht. Oder das Gerüst ist im Weg. Oder. Ja, gerne. Ja, wir haben uns das erste Mal entschieden bei dem Südamerika-Bau, dass wir jetzt kein aus europäischer Sicht Klischee-Südamerika bauen wollen, übertrieben, so wie wir Europäer und Hamburger uns Südamerika vorstellen, sondern wir haben immer mehr internationale Gäste, die also auch aus Südamerika oder aus fernen Ländern kommen, dass wir uns gesagt haben, wir wollen auch die befriedigen, dass die, wenn die hierher kommen, sagen, ey, ich fühle mich wie zu Hause. Und wie geht das besser, als es mit Südamerikanern in Südamerika zu bauen? Das heißt, wir sind momentan wegen Corona nicht, aber wir waren die ganzen letzten zwei Jahre immer mit ein paar Leuten bei denen in Buenos Aires vor Ort und haben mit Südamerikanern zusammen diesen Abschnitt gebaut. Das geht auch bald weiter und dann geht das Ding aufs Schiff und Südamerika wird im Container nach Hamburg reisen. So, es ist vollbracht, die Brücke ist drin und mir kommt sofort ein ganz wichtiger Gedanke. Wir haben nämlich sehr lange darüber überlegt, kann man in der Speicherstadt Weltkulturerbe, Denkmalschutz, so eine Brücke reinbauen. Und wir waren ganz überrascht, dass damals der Oberbaudirektor und alle anderen gesagt haben, selbstverständlich, das können wir, weil es gibt hier schon viele Brücken. Es ist nur eine Frage, wie sie aussieht. Und da haben wir unheimlich lange darüber diskutiert, teilweise fast auch so ein bisschen gezankt, könnte man sagen. Aber dass er sich durchgesetzt hat, das Moderne mit dem Alten zu verbinden, die filigrane Bauweise zu nehmen, dass er recht gehabt hat damit, sehe ich da dran. Die ist jetzt gerade mal 10 Minuten drin und sieht jetzt schon so aus, als würde sie absolut dazugehören und schon immer da sein. Also, Herr Walter, herzlichen Glückwunsch, das Design passt. Und ich sage, es fällt ganz viel Stress ab. Wir haben hier zum Beispiel eine der 10 Kameras.
es sind jetzt wohl nur noch 9, denn ich habe gehört, eine Drohne ist abgestürzt, von einer Möwe attackiert worden, in einen Schornstein gefallen. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Manchmal wanken sich ja Gerüchte um alles, aber das werdet ihr jetzt schon sehen, weil ich hoffe, dass wir dann die Aufnahmen kriegen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart und mir Gesellschaft geleistet haben bei diesem historischen Moment. Und wir sehen uns bald bei einem normalen Gerritz-Tagebuch wieder. Tschüss. Wie kann es denn passieren, dass in der ganzen Kommunikation mir keiner gesagt hat, dass ich eine Warnweste brauche? Aber das sieht wie eine Warnweste aus. Ich habe Glück gehabt beim Griff in den Schrank heute Morgen. Ich habe wirklich Glück gehabt, ja. Ich hätte gern einen Cheeseburger, eine Pommes und den Cheeseburger mit doppelt Gurke, bitte. Also wenn ich mir das so angucke, so mit orangen Ausleger wie die Golden Gate Bridge, wäre auch schön gewesen, ne? Gucken, was wir da. Aber der soll jetzt nicht an einer Seite anheben, ne? Der Radlader? Nein, das schafft er nicht. der kommt aus der Anstalt, ich nehme ihn wieder mit. Ne? Nein. Also der hat das in geschrieben, der hat das geschrieben. Wir warten jetzt auf den Moment. Ja, wisst ihr eigentlich, wie das wehtut? Hier, da, guck mal.